Jetzt bei TV Bayern Live kann man glücklich sein lernen. In einer Münchner Schule steht seit neuestem Glück auf dem Stundenplan. Und der große böse Wolf ist zurück. Doch in der fränkischen Schweiz wissen die Bauern, wie eine friedliche Koexistenz klappt. Außerdem, er gilt als einer der großen Kritiker der katholischen Kirche. Bei uns zu Gast der ehemalige Prior Anselm Bilgri. Jetzt. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Eine Stunde Bayern und das hat es heute in sich. Glück ist unser Thema, denn heute ist Tag des Glücks. Wir haben zu Gast den Ex-Mönch und ehemaligen Prior des Klosters Andex. Er ist das heute alles nicht mehr und hat mit einem Mann sein Glück gefunden. Außerdem gleich Ihre Antworten auf unsere Frage. Was ist für Sie Glück? Und mit Glück geht's in die Schule. Da heißt's mittlerweile nämlich erste Stunde Mathe, zweite Stunde Englisch, dritte Stunde Glück. So sieht seit dieser Woche der neue Stundenplan einer privaten Realschule in München aus. In der fünften Klasse sollen ab jetzt zu dem bekannten Lehrplan auch die Persönlichkeit und das positive Denken der Schüler ganzheitlich gefördert werden. Kann die Schule dem Glück auf die Sprünge helfen? Eva Nussert und Lena von Schönlaub haben die Schüler im Unterricht begleitet. Kommen wir zu den Glücksregeln. Fehler sind willkommen. Das ist die allererste Regel. Also erstens mal im Glücksunterricht kann es gar keine Fehler geben. Ja? Es gibt hier kein richtig oder kein falsch. Das heißt, ihr müsst nie Angst haben, irgendwas zu sagen, was nicht stimmt. Die zweite Regel, alles ist erlaubt, das andere nicht stört oder verletzt. Und drittens, entspanne dich und habe Freude. Glücksunterricht an der innovativen Schule München. Für die SchülerInnen der 5. Klasse ist es heute die erste Stunde im Glücksunterricht. Ein besonderer Moment auch für Marina, Lehrerin für Mathematik, Religion und seit heute Glück. Ich habe einfach gemerkt, dass vor allem im Fach Mathematik, da stehen die Kinder sehr unter Druck. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so viel Zeit, mit ihnen auch Freude zu erleben. Und die Freude ist abhängig auch von der Leistung und von den Noten. Und ich wollte einfach mit den Kindern etwas tun, wo ich sage, es ist unabhängig von ihrer Leistung. Es geht da um sie selbst, um den Aufbau ihres Selbstwertgefühls, einfach um ihr persönliches Wachstum. Ein positiver Blick auf das Leben, in der jetzigen Zeit wichtiger denn je. Stefan Ostermeier ist Geschäftsführer der privaten Realschule. Seit letzten Montag sind die meisten Schüler zurück im Klassenzimmer. Doch deshalb ist nicht gleich wieder alles wie früher. Ich bin eigentlich wirklich erschrocken, muss ich sagen, weil ich hatte den Eindruck, die Schüler sind traumatisiert. Also es war ganz ruhig, ganz, ganz leise. Es war eine Atmosphäre wie auf einer Beerdigung. Also ich kannte das vorher nicht so. Also wir haben den Kindern eigentlich im Grunde genommen das Glück genommen durch diese Corona-Pandemie. Und deswegen ist es gerade momentan umso wichtiger, dass wir denen wieder eigentlich so einen Anker bieten. Und dafür sollte auch in Zukunft das Schulfach Glück einen festen Platz im Lehrplan finden. Geht es nach Stefan Ostermeier, dann am besten gleich an allen Schulen. Was braucht es, dass ich ein erfülltes, glückliches Leben führe? Das ist ja eigentlich im Grunde genommen wird einem das ja nicht vermittelt. Das ist ja so, man wird da reingeschmissen in diese Welt und sagt man, okay gut, jetzt musst du halt schauen, dass du das und das lernst. Aber das führt ja nicht unbedingt zum Glück. Es führt eine Note, ein Einser führt ja nicht unbedingt, dass man glücklich ist. Man kriegt vielleicht auch einen Job, der einem angeboten wird, aber man ist immer so als treibendes Gut wie auf dem Wasser. Und deshalb ist für uns Glück die Basis, dass man sagt, man hat einen Halt und man findet einfach, man findet seine Position im Leben. Auf dem Lehrplan stehen Begriffe wie Stärken, Visionen, Werte und Reflexion. Hausaufgaben gibt es, Noten aber nicht. Meiner Meinung nach ist es eine persönliche Entwicklung, ein Wachstum der Schüler und das möchte ich sehr ungern bewerten. Was wir aber tun, ist die Reflexion. Das heißt, der Schüler an sich selbst wird sich selbst reflektieren, mit Hilfe von mir natürlich auch und von den anderen Mitschülern. Und dadurch merkt er dann schon selbst, also er bewertet sich im Prinzip selbst. Die Definition von Glück soll nicht vorgegeben, sondern für jeden Schüler persönlich erarbeitet werden. Erste Ideen?
Glück, wie ich es beschreiben würde, ist, dass man dann Spaß hat, dass man freundlich ist, dass man lächelt, dass man Spaß hat. Glück bedeutet für mich, dass man zum Beispiel 5 Euro findet. Also ich habe gelernt, dass man zum Beispiel Glück nicht in ein Glas nehmen kann und dann irgendwann, wenn man es braucht, wieder rausholen kann. Und Glück kommt auch nur vom Herzen und so. Und man kann Glück auch mit seinen Freunden zum Beispiel teilen, wenn die zum Beispiel traurig sind. Der Glücksunterricht, ein Konzept mit Zukunft. Hier stehen mal nicht die Noten, sondern die Schüler im Mittelpunkt. Glückliche Schüler. Also da geht einem doch das Herz auf, wenn man das hört. Nachdem wir also jetzt gehört haben, was für die Kleinen Glück bedeutet, sind wir auf die Straße gegangen und haben die Frage übers Glück den Erwachsenen gestellt. Was bedeutet für Sie Glück? Glück bedeutet für mich zu lachen. An ganz verschiedenen Momenten am Tag. Ich finde schon, dass Glück auch sowas ist, was man so mit sich ausmachen muss. Dass man so selber glücklich ist. Aber ich glaube auch, dass so Familie und Freunde auch so Glück einem schenken können. Für mich ist Glück absolute Gesundheit. Gerade in der heutigen Zeit mit Corona und allem, was so da ist, Familie, ja, damit hier nichts passiert und so weiter und die Menschen gesund bleiben. Viel Fleiß, dann kommt das Glück von selber, von alleine. Wenn es einem nicht gut geht und man unglücklich ist, dann ist es natürlich schlecht und man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich unbehagen und glücklich sein ist natürlich wichtig, einfach auch für seine Mitmenschen. Für mich bedeutet Glück meine persönliche Zufriedenheit. Seit 5 Jahren bin ich in Deutschland und so ich bin glücklich. Also arbeiten und viel Spaß in Deutschland. Glück ist, wenn du eine schöne Familie hast, wenn viel Gesundheit in dein Leben gibst. Für mich bedeutet Glück, meine sehr junge, neugeborene Tochter im Arm zu halten. Ja, das war wirklich auch für mich ein toller Moment. Und auch diese Woche haben wir Sie wieder auf Instagram gefragt. Dieses Mal hatten wir die Frage, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Sie glücklich macht? Zum Beispiel Schokolade wird da geantwortet. Oder dann auch ein Spaziergang mit dem Hund und dem Partner. Jede Woche können Sie mit abstimmen. Instagram gibt Ihnen eine Stimme. Und da gibt es heute auch noch einiges zu gewinnen. Übrigens, was uns alle wirklich glücklich machen würde, genug Impfstoff für alle. Corona-Schnelltests für jedermann. Das auch noch mit dazu. Die sollen bei der Bekämpfung der Pandemie helfen und sind ein wichtiger Teil der bayerischen Corona-Strategie. In Bayern gibt es sie nicht nur in Apotheken, wenn auch noch nicht in allen, sondern für den Heimgebrauch auch in Drogerien und bei Discountern zu kaufen. Doch, wie funktioniert so ein Schnelltest eigentlich? Worauf muss ich achten? Und vor allem, wie aussagekräftig sind die handelsüblichen Schnelltests überhaupt? Der Inhalt aller Schnelltestverpackungen ist immer gleich. Es gibt ein Teststäbchen, ein Plastikröhrchen plus Pufferlösung und eine Testkassette. Der Vorteil von Selbsttests liegt auf der Hand. Vorteil ist, dass man bestimmte Risikosituationen einfach besser einschätzen kann. Also wenn ich beispielsweise gefährdete Personengruppen besuchen möchte, dann kann ich mich vorher testen, unkompliziert, schnell und kurzfristig. Und somit auch Risiken ausschließen. Das führt sicher dazu, dass wir im Umgang mit der Infektion besser zurechtkommen. So, jetzt also Hände desinfizieren und schon geht's los mit dem Selbsttest. Zuerst füllt man das Plastikröhrchen mit beiliegender Pufferflüssigkeit auf. Dann führt man das Teststäbchen in den vorderen Nasenbereich ein. Wichtig, die Probe muss 5-mal auf beiden Seiten gedreht werden. Jetzt kommt das Stäbchen in das Plastikröhrchen mit Pufferlösung hinein, und zwar für 30 Sekunden. Das Stäbchen in der Pipette abbrechen und genau 3 Tropfen dieser Flüssigkeit kommen auf die Testkassette. Nun heißt es, 15 Minuten warten. Endlich gibt die Testkassette das Ergebnis preis. Der rote Balken zeigt an C, das heißt, der Test ist negativ. Erleichterung. Der Test war eigentlich nicht schwierig durchzuführen, aber ist auch wirklich alles richtig gemacht worden? In einer Apotheke in Augsburg fragen wir nach. Also da muss man sich wirklich genau diese Anleitung durchlesen, die Probenentnahme so durchführen, wie sie vorgegeben ist, genau die notwendige Pufferlösungsmenge dazugeben und auch die nötige Menge dann auf den Teststreifen auf oder die Testkassette auftragen. Das ist insofern wichtig, weil eben der
Test vom Hersteller genau auf diese Vorgehensweise validiert wurde und nur dann eine Aussagekraft auch hat. In Bayern darf sich jeder zweimal pro Woche kostenfrei in einer Apotheke testen lassen. Das gelingt leider nur mit Termin, schnell geht anders. Aber die Tests kann man auch zum Beispiel in Drogerien oder beim Discounter kaufen. Wer sich unsicher ist, der kann den Test vor Ort beim Apotheker durchführen lassen. Doch wie zuverlässig sind die Selbsttests überhaupt? Ein negatives Testergebnis hat eine ausreichende Zuverlässigkeit. Ein positives Testergebnis kann aufgrund der geringeren Spezifität ein falsch positives Ergebnis sein. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, das ist ein Ergebnis, das den momentanen, zum Zeitpunkt der Testdurchführung, daliegenden Zustand anzeigt. Zeigt der rote Balken auf der Testkassette T an, dann ist der Test übrigens ungültig. Und zweimal roter Streifen bei C und T bedeutet Test positiv. In diesem Fall muss man sich sofort in freiwillige Quarantäne begeben und einen PCR-Testtermin vereinbaren. Ja, hallo. Tests können mittlerweile auf verschiedene Art und Weise durchgeführt werden, meist ja mit einem Nasen- oder Rachenabstrich, was eher unangenehm ist. Sehr viel einfacher geht dagegen der Gurgeltest. Und der Landkreis Wunsiedel nutzt genau den jetzt für Schülerinnen und Schüler, um damit wieder schrittweise in den Schulbetrieb starten zu können. An der Grund- und Mittelschule Kirchenlamitz geht es derzeit relativ ruhig zu. Denn wegen der hohen Inzidenz im Landkreis Wunsiedel kann aktuell nur eine Notbetreuung angeboten werden. Seit Anfang März müssen die 30 Kinder zweimal in der Woche zum Corona-Test. Und der hört sich in dem kleinen Fichtelgebirgsstädtchen so an. Zehn Sekunden lang müssen sie tapfer sein und mit einer Salzwasserlösung gurgeln. Danach ausspucken, Röhrchen zu, fertig. Was bleibt, ist ein leichter Salzgeschmack. Aber der tut nicht weh. Ganz im Gegenteil. Weil das so kitzelt auf der Zunge und im Mund. Wo ich mal in Kroatien war, das war auch Salzwasser und da habe ich es runtergeschluckt. Genau so schmeckt es auch. Wie wir die Eltern angesprochen haben, haben wir also schon auch den Tipp gegeben, Mensch, vielleicht können wir das daheim auch mal trainieren, schon mit Salzwasser zu gurgeln. Und wir haben schon den Eindruck, also wir haben es jetzt dreimal durchgeführt. Nach dem dritten Mal hat das Salzwasser keinen Schrecken mehr. Nach dem Gurgeln geht's für die Röhrchen ins Labor, wo jeweils 5 Proben gemischt und danach ausgewertet werden. Damit sei das Testverfahren nicht nur kindereinfach und effektiv, sondern auch schneller als Einzeltests, so die Labormitarbeiter. Wir können hier sehr, sehr schnell erkennen, wo die Infektionen sind, also schon im Frühstadium und nicht erst, wenn der Schüler womöglich sehr infektiös bereits ist. Ja. Und wenn wir das eben regelmäßig machen, zweimal die Woche, dann sind wir sehr, sehr schnell dran und können hier die Infektionsherde löschen oder erst gar nicht zustande kommen lassen. 6 Schulen im Landkreis Wunsiedel beteiligen sich an dem Pilotprojekt. Das Ziel klar vor Augen, so schnell wie möglich zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Der Landkreis will das nicht nur weiterhin durchführen, wir wollen es ausrollen auf sämtliche Landkreisschulen und wir wollen es natürlich auch anderen Landkreisen mit anbieten. Wir sind da momentan mit Landkreis Cham in Kontakt und wollen einfach auch schauen, dass wir gerade im Osten von Bayern, wir sind seit Wochen geschlagen durch die hohen Inzidenzen, wir wollen im Osten von Bayern wieder Perspektive in den Schulen haben und da ist dieser Test perfekt geeignet. Übrigens. Sollte bei der Analyse im Labor eine Probe positiv auf das Coronavirus anschlagen, dann müssten die Schüler, deren Proben vermischt wurden, einen üblichen PCR-Test machen. Doch das war in Kirchenlamitz bisher noch nicht der Fall. Letzte Woche haben wir schon über den Wolf in Bayern berichtet. Trotz Schutzzäunen ist mindestens ein Tier in ein Gehege in Oberfranken gekommen und hat dort Vieh gerissen. In der fränkischen Schweiz haben Landwirte eine Lösung gefunden, mit dem Wolf klarzukommen und das ganz ohne töten oder getötet werden. Dazu gleich mehr. Aber nun kommen wir erst noch zum Thema Impfen. Da gibt es aktuell auch wieder etwas erfreulichere Nachrichten. Mehr News aus Bayern. Gleich hier in unseren Kurznachrichten mit aktuellen News aus Bayern. Die AstraZeneca-Impfungen sind auch in Bayern wieder gestartet. Gesundheitsminister Klaus Holleczek bekräftigte die wiederholt festgestellte Wirksamkeit des Impfstoffes durch die Europäische Arzneimittelbehörde, kurz EMA. Eine Fortsetzung der Impfung mit dem Präparat soll jedoch mit Warnhinweis für Frauen unter 55 Jahren erfolgen. Das Nachholen ausgefallener Termine werden von den Impfzentren individuell geregelt.
Bei der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel am Freitagnachmittag wurde die Beteiligung der Haus- und Betriebsärzte ab Ostern beschlossen. Corona-Party verantwortlich für hohen Inzidenzwert. Das Gesundheitsamt im niederbayerischen Landkreis Passau hat aktuell mit der Nachverfolgung einer besonders langen Infektionskette zu kämpfen. Nach einer mutmaßlichen Privatfeier in der Gemeinde Wegscheid sollen sich dort mindestens 60 Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Ermittlungen dazu erweisen sich allerdings als schwierig, da die Angaben der mutmaßlichen Beteiligten kontrovers sind. Besonders brisant, im Landkreis verdichten sich die Gerüchte, dass der Sohn des zweiten Bürgermeisters von Wegscheid durch eine private Geburtstagsfeier für den enormen Anstieg verantwortlich sei. Johann Fenzel, der zweite Bürgermeister, bestreitet die Vorwürfe jedoch. Wegscheids erster Bürgermeister Lothar Venus hofft diesbezüglich auf eine möglichst schnelle Aufklärung. In der Maskenaffäre ließ die Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch neben 10 weiteren Objekten auch das Büro des CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter durchsuchen. Ihm wird vorgeworfen, rund 1 Million als Anwalt bei einem Maskendeal verdient zu haben. Für Ministerpräsident Markus Söder ist vor allem eins wichtig. So rasch, so transparent und so lückenlos, wie es nur irgendwie geht, diese Vorwürfe zu entkräften und aus der Welt zu schaffen. Illegale Geschäfte mit Masken zu machen, sei laut Söder nicht mit den Werten der Demokratie vereinbar. Sauter bestreitet währenddessen die Vorwürfe, es sei illegal gewesen. Aktuell berät die CSU-Fraktion den Parteiausschluss Alfred Sauters in einem Ultimatum. Bis Sonntag, 12 Uhr, bleibt ihm noch eine letzte Chance, die gegen ihn von der Generalstaatsanwaltschaft München erhobenen Vorwürfe nachvollziehbar und plausibel auszuräumen. Einerseits ist es erfreulich, dass sich Tiere wie der Wolf oder der Luchs in Bayern ihre Reviere zurückerobern. Andererseits befürchten Landwirte dadurch eine Gefahr für heimische Herdentiere und damit ihre Existenz. Während die Politik hitzig über den richtigen Umgang mit dem Problemtier Wolf diskutiert, müssen Betroffene Lösungsansätze für eine Koexistenz finden. Ein besonders vielversprechender wird bereits in der fränkischen Schweiz praktiziert. Norbert Böhmer hat einen Weiderindbetrieb in Plankenfels. In der Vergangenheit hatte der Landwirt immer wieder Probleme mit dem Wolf, der einzelne Kälber gerissen oder verschleppt hat. Und dann ist eigentlich immer klarer geworden, dass alleine mit dem Zaun ich keinen Wolf fernhalten kann. Weil der Wolf entweder springt auch weit rüber, es kann sein, dass er bis zu 2 Meter drüber springt, kommt er nicht drüber, dann gräbt er sich unten durch. Also ich kann den Zaun irgendwie machen, wie ich will, ich kann den Wolf nicht rausbringen aus dem Zaun. Und dann hat sich eben so verfestigt, dass wir gesagt haben, ja gut, wir müssen mit den Herdenschutzhunden was machen. Astro, Django, Gretel und Gypsy ziehen bei den Böhmers ein. Sie sind Pyrenäen-Berghunde und aufgrund ihrer Statur und ihres Wesens gut für den Herdenschutz geeignet. Trotzdem müssen sie für ihre Aufgabe auf der Herde erst ausgebildet werden. Dafür hat sich Norbert Böhmer Hilfe von Hundepsychologin Jennifer Gambietz geholt. Da musste man viel arbeiten, dass die Welpen eben lernen, geht von den Kühen weg, weicht aus, bleibt nicht dort. Und der Astro kam pubertär hierher. Und wie das bei den Menschen auch so ist. Die einen gehen leichter durch die Pubertät, die anderen schwerer. Und da war so ein bisschen dieser jugendliche Übermut, den man einfach ein bisschen bremsen musste. Für die Ausbildung und den Unterhalt seiner Vierbeiner investiert Norbert Böhmer viel Zeit und Geld aus eigener Tasche. Denn Förderungen gibt es dafür bisher nicht. Aber seine Erfahrung zeigt, Herdenschutzhunde können den Wolf fernhalten. Bis jetzt muss ich sagen, sehr positiv. Keinen direkten Angriff auf die Rinder hatte ich seitdem nicht mehr. Und man merkt es aber auch abends, gerade in den dunklen Stunden, wenn die Hunde sehr aktiv sind, dass wieder irgendwas in der Weide oder an der Weide außenrum ist und versucht eventuell reinzugehen. Man merkt ja schon, dass dabei sehr heftige Abwehrreaktionen da sind. Von der Arbeit seiner Hunde ist Norbert Böhmer so überzeugt, dass er die Herde sogar weiter ausbauen will. Und auch bei anderen Landwirten hat sich der Schutzhund als Lösung für eine friedliche Koexistenz mit dem Wolf bereits herumgesprochen. Und jetzt zu unserer guten Nachricht des Tages. Ein Kfz-Mechaniker aus dem Kreis Würzburg hat eine solidarische Aktion gestartet. Max Knorr repariert kostenlos Autos unter dem Motto »Gemeinsam sind wir stark« möchte er so den Menschen helfen, die vom Lockdown besonders hart betroffen sind. Gehören Sie auch dazu? Dann könnt ihr zu uns kommen. Wir schauen uns euer Fahrzeug kostenlos an, sprechen uns alles durch, was dann zu machen ist. Und über die Arbeitszeit
können wir auch hinwegsehen. Das machen wir so für euch. Wir müssen einfach zusammenhalten. Materialkosten, die müssten vom Kunden übernommen werden. Im Netz hat die Aktion bereits großen Anklang gefunden und auch wir sagen Daumen hoch. So, liebe Zuschauer, wissen Sie schon, was es bei Ihnen zu Ostern zum Essen geben wird? Wie wäre es mit etwas Regionalem, das jedem schmeckt? Richtig, ich spreche von Knödeln oder Klößen. Denn wir von TV Bayern Live verlosen 5 Schmankerl-Pakete für das perfekte Osterfest zu Hause, gesponsert von Bogis, dem Knödel-Spezialisten. Erzählen Sie uns, wie Ihr perfektes Essen mit Knödeln aussieht, also was Sie gerne dazu essen. Entweder per WhatsApp oder aber auf Facebook und Instagram. Da ist das Gewinnspiel nochmal erklärt. Viel Glück. Und gleich bei uns, der katholischen Kirche laufen die Anhänger davon. Wir sprechen mit dem ehemaligen Prior des Klosterandecks Anselm Bilkrieg über Doppelmoral, das Zölibat und homosexuelle Priester. Und Backpulver kommt in den Kuchen, klar. Aber das weiße Pulverchen kann noch viel mehr im Haushalt. Wir geben tolle Tipps zum Thema Backpulver. So, Zeit genutzt und noch ein Happen in den Mund geschoben. Wunderbar. Um Essen geht's jetzt auch, denn wir verlosen bayerische Esskultur, genauer gesagt Klöße oder Knödel. Alle Informationen finden Sie bei uns auf Facebook oder Instagram, hier natürlich eingeblendet. Er war eigentlich immer in den Medien präsent, war auch gerne mal bei Promi-Events, aber immer in der Rolle als Priester, Mönch und Prior des Kloster Andechs. Dass sein Leben so eine Wendung nehmen würde, das hätten viele von Ihnen, liebe Zuschauer, die ihn kennen, nicht für möglich gehalten. Er ist kein Mönch mehr, sondern verheiratet und zwar mit einem Mann. Anselm Bilkrieg ist gleich bei mir zu Gast. Vorher noch mal für Sie seine Geschichte. Der Missbrauchsskandal, eine veraltete Sexualmoral, der Zölibat. Viele Katholiken hadern mit ihrer Kirche. Insbesondere für die jüngere Generation verliert die Institution mehr und mehr an Bedeutung. Nicht ohne Grund treten immer mehr Menschen aus. Vor allem in Bayern, wie die neuesten Zahlen der katholischen und evangelischen Kirche belegen. Auch Anselm Bilkrieg hat diesen Schritt gewagt. Und der fiel dem ehemaligen Benediktinermönch und Ex-Prior von Kloster Andechs nicht leicht. Denn sein ganzes Leben lang war er engstens verbunden mit der römisch-katholischen Kirche, mit seiner Heimat. Das steckt in einem drin, in den Genen. Das ist immer meine Heimat. Und deshalb bleibe ich dabei, zwar in einer anderen Form, aber, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass man einfach dort im kirchlichen Bereich Heimat hat. Und das gibt man nicht so leicht auf. Aber das muss man natürlich verbinden mit diesem Bemühen, dass sich da was ändert. Bilkrieg übt bereits seit mehreren Jahren Kritik an der römisch-katholischen Kirche. An deren aufrichtigen Reformwillen glaubt er nicht mehr. Er ist nun Mitglied bei den deutlich liberaleren Altkatholiken. Bei diesen sei all das verwirklicht, was auch seiner Vorstellung von Katholizismus in der modernen Welt entspricht. Es gibt keinen Zölibat. Es gibt Frauen als Priesterinnen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden offiziell in der Kirche beim Gottesdienst gesegnet oder getraut. Also ich finde das schon, also wirklich, ja, die katholische Kirche, so wie ich sie mir immer gewünscht habe. Bereits vor seinem Eintritt ins Priesterseminar wusste Bilkrieg, dass er homosexuell ist. Seine Neigung aber musste er verheimlichen, denn homosexuelle Priester gibt es nach den Regeln der römisch-katholischen Kirche nicht. Öffentlich geoutet wurde er in der Presse im Zuge einer Gerichtsverhandlung vor 6 Jahren. Das mediale Interesse an seiner Person wurde nun durch seine Heirat mit seinem langjährigen Lebensgefährten Markus Achter wieder entfacht. Nachdem es jetzt so einen Wirbel gibt, habe ich das auch akzeptiert, dass das natürlich auch ein Zeichen ist. Ein Zeichen für die Gesellschaft und für die Kirche. Durch die Heirat ist sein Privatleben politisch geworden. Seine persönliche Geschichte soll Menschen Hoffnung geben. Auch seinen Mann hat sie beeindruckt. Also sein Schaffen hat mich dann auch schon irgendwie so, ja, fasziniert, würde ich sagen. Also ich habe das immer dann den Geschichten irgendwie mit ganz großen Augen und großen Ohren, bin ich denen gefolgt und habe das irgendwie, ja, verfolgt. Wurde dadurch aber auch teilweise etwas kritischer der Kirche gegenüber oder der Institution, genau.
Für Bilgri wäre es nicht abwegig, zur römisch-katholischen Kirche zurückzukehren, wenn sie es schafft, die veralteten Moralvorstellungen abzulegen und sich neuen Ideen zu öffnen. Denn seine Sympathie für die Kirche ist ungebrochen. Und da ist er. Herzlich willkommen, Anselm Bilgri. Schöne Bilder, die wir da gerade gesehen haben. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur frisch, wie sagt man, 8 Tage ist sie jetzt alt, ihre Ehe. Oder jung, vielmehr. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. War aber auch traurig, dieses Ereignis. So schön es auch ist, es soll ja das Schönste im Leben sein. Aber der Vatikan hat ja vor ein paar Tagen ganz aktuell die Segnung von homosexuellen Paaren verboten. Wie fühlt sich sowas an? Also ich hatte am Montag, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das passt mir die Faust aufs Auge. Ich habe am Freitag geheiratet und jetzt ist das verboten. Die Segnung, also innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Und ich war todfroh, dass ich ja schon im letzten Jahr noch in die altkatholische Kirche übergetreten bin, wo so eine Segnung möglich ist. Darüber reden wir auf jeden Fall gleich noch, wo Ihr Glaube tatsächlich jetzt wirklich Heimat gefunden hat. Ich finde es auch trotzdem sehr schön, dass, ich glaube, wir haben auch ein Bild dann gleich, dass tatsächlich jetzt auch Geistliche dann gegen dieses Verbot dann wehren und auch die Gemeinden auf die Barrikaden gehen und auch Regenbogenflaggen zum Beispiel an die Kirche hängen. Und das ist echt wunderbar, wenn Sie sowas sehen, wenn tatsächlich so Regenbogenflaggen dann aufgehängt werden vor Kirchen. Was geht Ihnen da durch den Sinn? Ich glaube, dass sich die Gläubigen das einfach nicht mehr gefallen lassen, was da aus Rom kommt. Das geht so total an der Wirklichkeit des modernen Lebens vorbei. Und da wird eine Theologie, auch die schon lange überholt ist, wird da weiter transportiert, die im 19. Jahrhundert eigentlich so festgezurrt worden ist. Und aber am Anfang waren Sie ja doch noch konform mit dem Glauben. Da wollten Sie Priester werden. Wann hat das angefangen, dass Sie unbedingt Mann der Kirche werden wollten? Ja, das war, also richtig entschlossen habe ich mich eigentlich erst im Abiturjahr, dass ich jetzt Theologie studiere. Haben Sie da auch schon gewusst, dass Sie homosexuell sind? Gewusst habe ich sicher, aber damals war es in den 70er Jahren, hat man das noch nicht so sich getraut, öffentlich zu sagen. Deswegen glaube sehr viele haben das damals so verdrängt eher. Vor allem, wenn man dann diesen Beruf ergreifen wollte. Wobei das natürlich ein Plus war, ne, für das Priestertum, weil Zölibat war ja für Sie in dem Sinne kein Problem. Ja, ich glaube, dass deshalb auch der Anteil von homosexuellen Menschen am Klerus und in den Orden höher ist als in der Gesamtgesellschaft, weil das eben ein attraktiver Beruf ist, in dem ich nicht heiraten muss, um einen Stand in der Gesellschaft zu haben. Ja, und vor allem hat man ja auch viele Kontakte, also man hat ja auch viele männliche Kontakte. Wie war das bei Ihnen so? Hatten Sie auch in der Zeit als Prior oder Ordensleiter im Kloster, kann man da Kontakte pflegen, also männliche Beziehungen eingehen? Da wird man ja ständig beobachtet, da geht wahrscheinlich sowas überhaupt nicht oder kommt sowas doch mal vor? Ja, also im Kloster selber geht es einfach nicht, also da untereinander eine Beziehung aufzubauen, das ist auch explosiv, also da wird es krachen. Dann gibt es ja Mord und Totschlag, Eifersucht und alles Mögliche. Also da brodelt es ganz gewaltig. Da sagen Sie, wenn Sie so einzelne Klöster in Bayern dann so betrachten, ich meine, Sie kennen wahrscheinlich alle, da wissen Sie wahrscheinlich, wo es am nächsten knallt dann, oder? Also ich kann nur von mir reden und von meiner eigenen Umgebung. Zeit und auch Zeit als Ordensleiter. Als Ordensmann, ja, mussten Sie da auch schon mal ermahnen, dann, dass Sie dann jemand anderen, einen Glaubensbruder sozusagen, ermahnen mussten? Also wegen sexueller Dinge nicht. Okay. Hätten Sie das getan oder hätten Sie drüber hinweggeschaut? Also ich hätte wahrscheinlich eher drüber hinweggeschaut. Also es sei denn, es wäre so eklatant gewesen. Das ist ja typisch Kirche. Solange es unter dem Deckel bleibt, okay, dann wird's okay. Aber wenn es zum öffentlichen Eklat kommt, dann muss man was unternehmen. Ich glaube, da hätte ich auch nicht anders gehandelt. Würden Sie denn sagen, dass Sie ein Doppelleben geführt haben? Wobei, da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Vorher würde ich noch mal ein anderes Kloster gucken wollen. Und zwar jetzt nicht zu Männern, sondern zu einer ganz lustigen, würde ich schon sagen, aber einzigartigen Nonne. Die braut Bier. Unglaublich. Das ist die erste und einzige in ganz Deutschland.
Mächtig thront es über Mallersdorf, das Kloster der armen Franziskanerinnen. Rund 400 Ordensfrauen leben hier. Unter den Kirchtürmen hat aber sie ihr Reich. Schwester Doris, Braumeisterin von Beruf, 72 Jahre ist sie alt. Wo andere schon lange eine ruhige Kugel schieben, ist sie unermüdlich auf den Beinen. Gerade bereitet sie die Hefe für die heutige Produktion vor. Wir haben halt Bier sieben. In der Früh haben wir den Tank leer gemacht. Ein Teil der Hefe ist ja in Schwebe, die geht im Lagerkeller zur Nachgärung. Und die Hefe vom letzten Sud ist da drin und die kommt jetzt ins neue Bier. Schwester Doris mit bürgerlichem Namen Walburga Engelhardt stammt aus Herriden in Mittelfranken, geboren als jüngste von sieben Geschwistern. Als Kind hatte sie zunächst noch den Berufswunsch Krankenschwester. Dann bin ich mit 12 Jahren nach Mallersdorf in Mädchenrealschule. Und dann haben sie jemanden gesucht, die Direktorin von der Schule und die Braumeisterin waren gute Freundinnen. Und die hat jemanden gesucht für Brauerei, die Schwester Lisanna. Und hat dann gefragt, hast du niemanden? Also gut. Ich wollte eigentlich Landwirtschaft studieren, auch im Kloster. Es war nicht aktuell und dann bin ich in die Brauerei gekommen. 1966 war es, als Schwester Doris ihre Ausbildung begonnen hat. Die Brauerei selbst gibt es bereits seit 1881. Und da heißt es in der Chronik, um der ehr- und tugendsamen Bürgerschaft ein nahrhaftes Getränk zu kredenzen. Im Sudhaus geht der Brauvorgang weiter. Da tut sich jetzt was, schau's mit euch. Die Maische wird getrennt, das heißt, ein Teil bleibt bei 65, der andere geht zum Kochen und wird langsam dazu gebracht, damit das Ganze nicht über 80 Grad kriegt, damit solange noch irgendwo Stärke da ist, das verzuckert. Und dann wird es getrennt, die Flüssigkeit läuft dann da wieder rein und da wird es dann mit Hopfen. Jawohl. Immer erreichbar. Auch während der Arbeit geht Schwester Doris ans Telefon. Sie stemmt die Brauerei weitgehend alleine. Harte körperliche Arbeit bleibt nicht aus. Und davon gibt es in der Brauerei genug. Sei es Kästenschleppen in der Abfüllanlage oder Fässer waschen und abfüllen. Fit und rüstig ist die Schwester mit 72 zwar, die Knie machen aber große Probleme. Der Ruhestand ist für sie trotzdem noch kein Thema. Im Kloster ist es so, dass man normalerweise noch was arbeitet, solange es geht. Weil wenn Sie jetzt in Renten gehen und gehen nicht ins Altenheim, dann müssen Sie das ja auch selber versorgen, müssen waschen, kochen, bügeln, das ist ja kein Problem. Und so, wir helfen halt im Haus zusammen, dass das Ganze funktioniert. Wir haben zwar sehr viele Angestellte und solange es geht, werde ich in der Brauerei sein. Ich möchte nur nicht mehr auf ewig der Erste und der Letzte sein. Der Letzte vielleicht schon, aber nicht mehr der Erste. Drei verschiedene Biersorten werden in der Klosterbrauerei Mallersdorf hergestellt. Eine davon gibt's gerade nicht, nur zu bestimmten Anlässen. Unser größter Teil ist das helle Vollbier mit 12,3 Stammwürze, knapp um die 5% Alkohol. Machen das gleiche Bier, aber mit Kellerbier, da ist noch die Hefe im Bier. Und die Hefe wäre eigentlich das gesündeste im Bier. Dann machen wir um Josefi einen Doppelbock, einen hellen. Und dann hellen Maibock und hellen Weihnachtsbock. Ansonsten Weißbier ist nicht mein Geschmack. Ich trinke es, wenn es sein muss, am Stammtisch. Und dann uns Dunkle ist auch nicht mein Bier. Am liebsten ein Bier, am besten ein Bier, wo man so ist, ich möchte nochmal ans Nachtrinken. 76 Hektoliter Bier verlassen die Brauerei jede Woche. Ein Großteil geht in die Getränkemärkte der Region. Hier im Kloster kann man es natürlich auch holen. Und nicht zu vergessen, auch die Klosterschwestern brauchen nicht abstinent zu sein. Es gibt bei uns zu jeder Mahlzeit Bier, außer zum Frühstück. Und zwar Fassbier, das wird eingeschenkt, wenn die Schwestern vom Chorgebet am Abend kommen oder Mittag, das ist ja vorher Chorgebet, dann steht das Fassbier eingeschenkt und jeder kann sich nehmen, so viel er will. Man nimmt an, dass jeder aufhört, bevor er zu viel hat. Für mich gibt es nichts Schlimmeres wie einen betrunkenen Braumeister. Genau. Zum Wohl. Schwester Doris jedenfalls liebt ihren Beruf. Und bestimmt nicht deswegen, weil sie selbst ihr bester Kunde ist. Es ist nicht so einseitig. Du gehst mit Kundschaft um, du gehst mit Vertreter um. Und das Bier macht uns zu Freunden. Bier ist gesund, solange es nicht sinnlos in sich hineinschüttet. Und wenn ich wieder auf die Welt käme, würde ich wieder Braumeisterin im Kloster Mallersdorf. So schön ist das. Ach, schön, wenn man keine Zweifel und keine Bedenken und
Na, sowas hat ganz toll. Von der Nonne zurück zum Mönch, besser gesagt Ex-Mönch. Herzlich willkommen, Anselm Billgrief. Vielen hier in Bayern ist er noch bekannt als Ordensleiter und Prior des Kloster Andechs über dem Ammersee. Wunderschön gelegen, aber Sie waren nicht nur das. Sie waren Unternehmensberater, sind es immer noch, Bestseller-Autor, Promi-Liebling, waren wirklich auf auch vielen Events. Und trotzdem haben Sie ein Doppelleben geführt. Würden Sie das so sagen, als Mann der Kirche, innerlich? Und vielleicht hatten Sie auch schon männliche Kontakte, weil jetzt leben Sie mit einem Mann zusammen, sind verheiratet und glücklich und leben eigentlich so jetzt das Leben, das Sie sich erträumt haben. Stimmt das? Das mit dem Doppelleben würde ich nicht so direkt sagen. Ich hatte Angst, dass ich dann irgendwann einmal eins führen würde. Und deshalb bin ich auch, das war mit einer der Gründe, warum ich aus dem Orden ausgetreten bin. Also das habe ich vorher schon gesagt, also diese Partnerschaft nebenher, das geht einfach nicht. Aber natürlich hat man dann Bedürfnisse und pflegt dann gelegentliche Kontakte. Jetzt kann ich das einfach leben, ohne irgendwelche Bedenken oder das Gefühl, sagen wir, eigentlich machst du was gegen das Gelübde, das du versprochen hast. Und insofern bin ich gelöst. Also ich fühle mich, man nimmt ja auch immer, man hat immer das, oder man trägt das immer mit, das ist eine Sünde, was man da tut. Und seitdem ich, also es ist schon weniger geworden, als ich aus dem Kloster weg bin und jetzt, wo ich aus der Kirche weg bin und zu den Altkatholiken gegangen bin, ist es total weg. Da muss ja dieses schlechte Gewissen muss ja wahnsinnig bedrückend gewesen sein während der Klosterzeit. Ja, also. Oder schiebt man das einfach das so weg? Das schiebt man dann schon weg. So. Mhm. Und dann gibt es ja bei den Katholiken, es wird uns ja immer vorgeworfen, das Sakrament der Buße, der Beichte, wo man also das sozusagen los wird, auch wenn es nicht ganz so stimmt. Das heißt, das war dann immer noch für Sie ein Ausweg. Rückblickend, wie würden Sie Ihr Leben beschreiben? Lüge oder Wahrheit? Damals? Ein Jein, ja. Wahrscheinlich. Also ich würde mich nicht selber als Lügner bezeichnen. Dazu war er zu sehr überzeugt davon, dass das zu dem Moment das Beste ist. Und ich glaube, Sie haben auch den Glauben als tatsächliche Hilfe für den Menschen dann gesehen. Und ja, es ist ja, für mich ist Glauben Lebenshilfe. Also dass man eigentlich, wir wissen alle, das, was wir sehen und was wir berühren können, das ist nicht das Letzte im Leben. Wir haben alle irgendeinen Bezug zur Transzendenz, zum Geheimnis. Das Leben, wo kommt das Leben her, wo geht es hin? Und da, glaube ich, ist Kirche oder Glaube gefordert, auch tatsächlich Hilfe zu geben, um über diese Kluft, die es eben immer wieder auftut, auch mit dem Schicksal, das uns ereilt, wenn Menschen krank werden. Und die berühmte Frage, warum passiert gerade mir das? Das kann die Religion nicht beantworten und trotzdem ist es ein Weg dazu, damit fertig zu werden. Ja, das ist auch ein Stück Heilung dann, die man da geben kann. Und das hat, glaube ich, Ihnen auch ganz gut getan. In Ihrem Zwiespalt dann gab es Menschen, die gesagt haben, Mensch, was machst du denn hier? Gab es Kritiker, die dann gesagt haben, du bist ja Heuchler? Nein, das nicht, aber also mich, hin und wieder hat mich jemand angesprochen. Ich erinnere mich in der Andechser Klosterkirche, ein Mann, der mich angeschaut hat und zu mir gesagt hat, Sie sind doch schwul. Also irgendwo kennt man das. Vielleicht nur, wenn man rumschaut. Hast du geantwortet damals? Ich habe gar nichts gesagt und habe mich weggedreht. Das ist ja schon irgendwo wahrscheinlich bin ich rot geworden. Ja, aber jetzt auch so junge Leute, Sie waren ja auch viele Jahre Dozent an der Uni München, mit denen haben Sie bestimmt auch noch viel Kontakt. Was haben die da drauf? Ja, das war ja dann ein Thema. Ich habe ja werteorientierte Führung an der betriebswirtschaftlichen Fakultät gelehrt. Aber ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass der jetzige Schritt, der ja für mich auch ein bisschen überraschend sehr öffentlich wirksam geworden ist, dass der schon vielen auch den Mut macht, zu sich zu stehen. Meinen Sie, dass die römisch-katholische Kirche am Ende ist, wenn gerade auch wieder vom Vatikan diese Worte, dann Segnung auch für homosexuelle Paare ist nicht erlaubt, wenn das so stringent weitergeht? Also bei uns in Deutschland oder so in Mitteleuropa, also glaube ich schon, wenn jetzt nicht die Bischöfe einmal sagen, wir lassen uns nicht alles bieten, was da aus Rom kommt,
dann laufen die Leute noch mehr davon, als sie jetzt schon tun. Sie sind ja auch davon gelaufen. Sie sind aber jetzt in der altkatholischen Kirche, Ihre Heimat, denn da gibt es alles, was Sie sich schon immer erträumt haben. Ja, ja, da gibt es erstens einmal die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Das werden wir dann jetzt noch, ich hoffe, nach dem Ende der Corona-Krise machen. Dann gibt es nicht den Zwangszölibat, es gibt Priesterinnen, es gibt Synodalität, die ja gefordert ist derzeit, und auch in der römisch-katholischen Kirche. Also ich finde, alles, wofür ich immer gekämpft habe, das ist dort vorhanden. Dann alles Gute weiterhin. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, und jetzt kommen wir uns um Ihre Gesundheit, liebe Zuschauer, besser gesagt um Ihre Augen. Und da ist Kurzsichtigkeit ein weit verbreitetes Problem. Doch woran liegt es, wenn die Augen plötzlich schlechter werden? Das gucken wir uns gleich mal an. Vorher geht es nochmal um unser wunderbares Gewinnspiel. Und da geht es um 5 Schmankerlpakete des Knödelspezialisten Bogis für das Osterfest. Erzählen Sie uns, was Sie am liebsten zu Knödeln essen. Also meine Kinder mögen ja gerne alles, was in Soße schwimmt. Schreiben Sie uns entweder per WhatsApp oder aber auf Facebook und Instagram. Da ist das Gewinnspiel nochmal erklärt. Viel Glück. Genau, außerdem gleich bei uns Plastikfasten. Wie funktioniert's? Wir zeigen es Ihnen. Und damit geht es gleich weiter. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie viel Plastik Sie im Alltag verwenden? Unsere Moderatorin Joey Grit Winkler hat den Selbstversuch gewagt und einen Tag lang versucht, komplett auf Plastik zu verzichten. Wie gut das geklappt hat, sehen Sie gleich bei TV Bayern Live. Sie wollen auch unter der Woche wissen, was in Ihrer näheren Umgebung los ist? Die bayerischen Regionalsender berichten von Montag bis Freitag aktuell und kompetent auf der Frequenz von RTL. Sehen Sie täglich ab 18 Uhr eine halbe Stunde die aktuellsten Nachrichten und Informationen aus Ihrer Heimat. Und samstags ganz Bayern in einer Stunde bei TV Bayern Live ab 17.45 Uhr. Ihre regionalen Nachrichten und Berichte gibt's natürlich auch im Web, als Stream und über Smart TV. Weitere Informationen finden Sie unter tvbayernlive.de. Willkommen zurück. Nicht vergessen, wir verlosen jede Woche tolle Sachen. Dieses Mal gibt es Traditionelles aus der Region, gesponsert von Bogis, dem Knödelspezialisten. Auf Facebook, WhatsApp oder Instagram ist alles erklärt. Und jetzt zu Backpulver. Ein Mittel für fast alles. Das ist Charlotte. Die hat von ihrer Mutter zum Umzug ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Eine Riesenmenge Backpulver. So ganz genau weiß Charlotte nicht, was sie mit diesem Geschenk anfangen soll. Noch weiß sie nicht, was Backpulver, auch Natron genannt, alles kann. Deswegen geben wir heute 3 spannende Tipps zum Einsatz von Backpulver im Haushalt. Tipp Nummer 1. Unangenehme Gerüche neutralisieren. Der Kühlschrank müffelt? Kein Problem. Einen Teelöffel Natron in ein Schüsselchen streuen und reinstellen. Nach ein paar Stunden hat das Pulver alle unangenehmen Gerüche gebunden. Das funktioniert übrigens auch bei Stinkeschuhen, Mülleimern, Katzenklo oder einem Abfluss. Eben allem, was stinkt. Tipp Nummer 2. Blumen frisch halten. Einfach ein bisschen Backpulver ins Blumenwasser und schon schöpfen die Schnittblumen neue Kraft. Tipp Nummer 3. Fugen aufhellen. Wer kennt sie nicht, die schmuddeligen Fliesenfugen in Bad oder Küche? Auch hier heißt das Zauberwort Backpulver. Ein bisschen was auf einem Putztuch oder Schwamm auf den Fugen verrieben und die Verschmutzung verschwindet. Natron hilft übrigens auch gegen Blattläuse, Schweißfüße, verstopfte Abflüsse, Flecken, zum Geschirrsäubern und Silberpolieren. Einfach mal im Internet recherchieren, ausprobieren und überzeugen lassen. Eine umweltschonende Alternative zu teurer Chemie. Das Backpulver wurde übrigens schon 1850 erfunden und wird seitdem durch die Bank unterschätzt. Jetzt weiß Charlotte, was das Zeug alles drauf hat und ruft sofort ihre Mutter an, um sich für dieses wohldurchdachte Geschenk zu bedanken. Ganz schön nützlich, das Backpulver auch nützlich und aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken ist Plastik. Schauen Sie sich mal um, liebe Zuschauer, und zählen Sie, von wie vielen Plastikgegenständen Sie umgeben sind. Meine Kollegin Joey Grit Winkler hat versucht, einen Tag lang komplett auf Plastik zu verzichten. Also ich bin gespannt, wie das geklappt hat. Also irgendwie habe ich heute vom Plastik mehr geträumt und mir gedacht, das muss sich ändern. Ich werde jetzt mal einen Tag versuchen, ohne Plastik zu leben. Mal sehen, wie das gelingt. Im Polyester-Nachthemd mit Plastiklatschen. Okay. Das geht schon mal schief los.
Mal schauen, wie das hier mit ist, mit dem Plastik. Wenn ich auf Plastik verzichten will, dann gibt's heute keine Zähneputzen. Doch wenn man weiß, dass Plastik bis zu 500 Jahre braucht, um vollständig zu verrotten, ist es ein kleines Opfer. Ab zum Kleiderschrank. Okay, also ich glaube, Polyester ist Plastik. Und noch mehr Polyester. Und Pailletten sind auch Plastik. T-Shirt könnte Baumwolle sein. 95% Baumwolle. Hurra! Und bei Jeans bin ich mir auch sicher, dass da sehr viel Baumwolle drin ist. 75% Baumwolle. Das lassen wir jetzt mal gelten, oder? Jetzt erstmal Kaffee und Brot backen. Oh, lecker. Nein! Plastik! Es gibt keinen Kaffee. Wasser anstatt Kaffee ist auch nicht drin. Es ist in der Plastikflasche. Und auch mit dem Frühstücksbrot wird es leider nichts. Alle meine kleinen Küchenhelfer sind ebenfalls aus Plastik. Zu Hause komme ich nicht weiter. Jetzt heißt es also einkaufen gehen. Mal sehen, was der Supermarkt ums Eck alles so plastikfrei zu bieten hat. Dann schauen wir mal, was ich heute so Schönes essen kann. Blaubeeren gehen nicht. Salat geht auch nicht. Antipasti auch nicht. Äpfel auch nicht. Bananen kann ich essen, hurra! Orangen leider nicht. Wenn man sich spontan entscheidet, plastikfrei zu leben, hat man eigentlich keine Chance. Man muss sich wirklich Gedanken machen und wahrscheinlich geht's auch nicht ganz ohne Plastik. An meinem ruhigen Lieblingsplatz kehre ich in mich und überlege, woher ich die Lebensmittel so plastikfrei wie möglich herbekommen könnte. Vielleicht ein Hofladen beim Bauern direkt oder der Metzger um die Ecke? Ein Obstladen könnte weiterhelfen. Irgendwo hier in Aufkirchen muss ein Obstladen sein. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hoffentlich hat er noch auf. Grüß Gott! Oh, es sieht toll aus, oder? So frisch und unverpackt. Hier gibt's wirklich Obst und Gemüse komplett plastikfrei. Ich habe gleich im Nachbarort einen Metzger gefunden und hoffe, dass ich in meinem Glasbehälter hier Wurst kaufen kann. Die Idee ist ganz einfach. Anstelle der Verpackung, die eh gleich im Müll landet, hätte ich die Wurst gern direkt in meiner Schale. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte fragen, ob ich hier Wurst reinhaben kann in meine Schale. Nein, das darf ich Ihnen nicht machen. Ich tue es aufs Papier und dann kann ich es Ihnen in die Tüte tun. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern war auch schon vorher Hygienevorschrift. Ganz ohne Verpackung geht's beim Metzger also nicht. Aber die komplette Wurst kommt auf ein einziges Papier und ich spare die Tüte. Nach meiner fast plastikfreien Einkaufstour komme ich glücklich nach Hause. Es hat sich richtig gelohnt, sich vorzubereiten. Jetzt kann ich doch noch Brot backen. Hurra! Aber ganz wichtig, ich glaube, man kann nie komplett auf Plastik verzichten. Man kann sich Mühe geben und viele Dinge ersetzen. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Solange man Plastik verwendet und es nicht wegschmeißt, wird es auch kein Müll. Deswegen lange verwenden, so lange wie es geht, und danach ersetzen. Während das Brot im Ofen ist, gönne ich mir plastikfreies Leitungswasser aus meiner Glaskaraffe. Mein erstes zu trinken heute. Mega. Und wenn ich schon mal beim Trinken bin, mache ich mir doch jetzt gleich noch einen Kaffee. So, jetzt mache ich mir Kaffee so plastikfrei es geht. Natürlich gibt es überall ein bisschen Plastik, aber ich glaube, mit einer Glas-Tupperdose ist man schon weit vorn, um Müll zu sparen. Und dann gibt es heute doch noch einen Kaffee. Eine French Press ist ideal für plastiksparenden Filterkaffee und mehrere Tassen. Wer es richtig stark mag und nur für sich alleine kocht, kann auch auf den italienischen Espresso-Kocher zurückgreifen. So, wenn man es leicht runterdrücken kann, ist der Kaffee fertig. Kommt noch die Milch. Ich werde natürlich meine alte Milch leer machen, aber vom Bauern habe ich fürs nächste Mal schon ganz frische Milch. Für heute machen wir erstmal die Reste leer. Oh Gott,
Ich liebe Kaffee. In der Zwischenzeit ist auch mein selbstgebackenes Brot fertig. Das gibt es zusammen mit dem plastikarmen Schinken vom Metzger. Dieses Abendbrot habe ich mir wirklich verdient. Und dann geht's noch mal ins Bad. Ausgestattet mit den perfekten Ersatzprodukten geht's jetzt los. Also, als erstes weicht die Zahnbürste und der Plastikbecher einem Glas und einer Bambuszahnbürste. Wenn wir die jetzt alle 3 Monate austauschen, dann verrottet die wenigstens. Der Plastikrasierer, der nach 2 Anwendungen in den Müll fliegt, wird ersetzt durch einen richtig tollen Rasierer. Hier muss man nur die Klingen ersetzen und die sind ja aus Metall. Dann weg mit Plastikseife. Ausgetauscht in Holz mit Seifenstück. Und ganz wichtig, die Q-Tips, bei denen sonst normalerweise der Plastikstab bei den Schildkröten in der Nase steckt, die sind jetzt auch aus Pappe. Zuletzt die Flipflops ausgetauscht und mein Experiment neigt sich dem Ende. Lederschlappen, Baumwollschlafanzug. Also ein Tag ohne Plastik ist gar nicht so einfach. Doch jetzt bin ich vorbereitet und ab morgen geht's schon besser. Gute Nacht. Dankeschön, der Kollegin. Ja, jede Woche laden wir Sie dazu ein, uns die schönsten Bilder aus Ihrer Region zu schicken. Und da haben wir heute ein schönes Foto aus den Bergen Bayerns von der lieben Simone aus München bekommen. Und das nächste Mal zeigen wir Ihr Lieblingswetterbild. Einfach schicken per WhatsApp oder auf Facebook. Wir freuen uns drauf und freuen uns auch auf bessere Tage. Der Frühling scheint wohl wieder zurückzukommen. Auch wenn auf dem Kalender jetzt der Frühling steht, lässt sich der Winter noch so ein bisschen Zeit mit seiner Abreise und so wird es in der kommenden Nacht wieder sehr frostig werden im Freistaat, überall Minuswerte an den Alpen und generell überall da, wo es dann doch mal etwas länger aufklart, rutschen wir ganz schnell unter minus 5 Grad an den Alpen, wie wir eben gesehen haben, sogar unter minus 10 Grad. Im Norden, sprich in Franken, da sind schon etwas dichtere Wolken dabei und da kommt die mildere Luft dann an und zwar abwechslungsweise mal von Norden. Eine Front zieht da herein. Bitte Vorsicht, besonders in den Morgen- und Vormittagsstunden, denn das, was da runterkommt, ist eben nicht nur Schnee, sondern auch Regen. Und wenn der dann auf die gefrorenen Böden fällt, dann kann es spiegelglatt werden. Im Laufe des Tages rutscht das Ganze weiter nach Süden. Anfangs nur Schnee, später dann Regen und Richtung Nachmittagabend kommt hier und da sogar mal noch die Sonne zum Vorschein. Bis zu 8 Grad sind in Aschaffenburg drin, 2 sind es in Richtung Nördlinger-Ries und auch in Richtung Hof. Der Wind aus nordwestlichen Richtungen wird später dann etwas böiger. Schauen wir in den Osten. Hier ist es wieder mal sehr trüb. Auch hier kommt die Front an. Vor dem noch mal trockenere Phasen mit 1-2 Sonnenstrahlen, dann zieht es zu, erst Schnee, dann Schneeregen und Regen. Auch hier entsprechende glatte Temperaturen zwischen 0 und maximal 4 Grad. Auch hier frischt der Wind dann auf, wenn er auf Nordwest dreht. Und im Süden, ja, da bleiben wir noch etwas im winterlicheren Modus. Das, was hier ankommt im Laufe des Tages, ist wirklich meist Schnee. Erst später geht das Ganze dann von der Donau her langsam in Regen über bei plus 3 Grad maximal etwa südwärts nach von München aus südwärts Richtung Alpen wird es aber wohl wirklich der Schnee bleiben. Glätte dann aber natürlich auch der Wind aus westlichen Richtungen, auch hier Stärke 2 bis 3. Und dann in den nächsten Tagen geht es doch deutlich nach oben. Am Mittwoch gibt es schon maximal 15 Grad. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, immer samstags, live informiert. TV Bayern Live, keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Wir berichten über die bayerische Wirtschaft und Kulinarik. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL. Und das war er, der Tag des Glücks hier bei TV Bayern Live. Wir wünschen Ihnen eine glückliche kommende Woche. Machen Sie das Beste draus. Und wenn Sie mögen, gerne noch mal unsere Sendung in der Mediathek auf TV Now angucken. Da finden Sie auch unser spannendes Interview mit Ex-Mönch Anselm Begri, der heute ganz anders lebt, aber sein Glück gefunden hat. Damit tschüss und gerne auf Wiedersehen.
frisches Gemüse direkt aus dem Beet und das mitten in der Großstadt? Klingt erst einmal ungewöhnlich. Die gemeinschaftlichen Stadtgärten finden aber immer mehr Anhänger. Was hinter dem Konzept steckt, sehen Sie nächsten Samstag um 17.45 Uhr auf RTL und im Anschluss auf TV Now.